Hallo, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe das Fenster offen. Hallo, ich grüße euch und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einige Neuzugänge, die ich angesammelt habe im bisschen Ende Juli bis August, und ich wollte das jetzt schon mal abdrehen, denn dann wird es sonst wieder viel zu viel. Und ich habe nämlich einige Neuzugänge, die ich euch zeigen möchte, und mein Geburtstag war auch noch nicht, und da wird es auch noch bestimmt einiges reinregnen an Büchern. Reinflattern, oder? Was ist das? Flattern? Regnen? Reinrauschen? Es rauscht irgendwas rein. Und deswegen fange ich schon mal an, euch einige Bücher zu zeigen. Manche von denen habt ihr schon gesehen in meinem Rebuy-Unpacking. Die werde ich jetzt nur noch durchrauschen. Und zwar habe ich von Caroline Dunford das Hotel in den Highlands mitgehen lassen beim Aldi. Das hat mich so angesprochen. Das ist so ein bisschen rosa. Und habe ich mir gedacht, das nehme ich mir noch gleich mit. Ich glaube, das hat 1,99 Euro gekostet. Stadtmensch Lucy fällt aus allen Wolken. Ein Onkel hat ihr ein Hotel in den Highlands vererbt. Für ihren Freund Jake ist klar, Lucy kann kein Hotel leiten. Sie sollte verkaufen. Doch Lucy sieht das anders. Verzaubert von der atemberaubenden Landschaft, beschließt sie, das Hotel wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Ich bin so ein Fan von Hotels und Highlands, und Hotels in den Highlands finde ich noch besser. Dann habe ich schon bei Rebuy-Bestellung gezeigt, Sex and Vanity von Kevin Kwan. Hierbei geht es um George und Lucy, und die treffen auf einer Hochzeit aufeinander und können sich nicht ausstehen. Und wie das halt mit Menschen so ist, die sich nicht leiden können. Genau. Dann habe ich... Ach, ich war wieder auf einem Flohmarkt. Ich liebe Flohmärkte. Weil ich da kann man ja unheimlich tolle Bücher manchmal ergattern, sowohl auch für Kinder als auch für mich. Und bei uns war wieder einer, und da habe ich mitgenommen von Kate Dobby, Der Fluch von Colonsay. Eine junge Frau, ein altes Haus, eine düstere Vergangenheit. Ja, und da geht es wohl um ein Anwesen und um ein Geheimnis. Und das allein ist ja schon, ne? Wenn man jetzt wieder... Das Fenster, Fensterspiegelung. Komm, jetzt mach mal scharf. Wenn jetzt der Herbst wieder Einzug hält im Lande, ist das ja eine wunderbare Lektüre für die Couch. Und dann habe ich mitgenommen Winston, ein Kater in geheimer Mission von Frauke Scheunemann. Das habe ich mitgenommen eigentlich für meinen Sohn. Aber ich werde es wahrscheinlich auch lesen. War im... in unserer Bücherzelle drin, bei der Bushaltestelle. Und da geht es um einen Kater, der Sachen macht. So ein Katerleben ist herrlich, findet Winston. Man kann den ganzen Tag gemütlich auf dem Sofa herumliegen und Geflügelleber mit Petersilie futtern, lecker. Doch als Winston Zärchen eine neue Haushälterin einstellt, die mit ihrer Tochter in die Wohnung einzieht, ist es aus mit der Ruhe. Kira und ihre Mutter haben nämlich jede Menge Probleme im Gepäck. Und ehe er sich's versieht, steckt Winston mitten in einem echten Kriminalfall. Und kurz darauf, ach du heilige Ösardine, auch noch im Körper des Mädchens. Hilfe! Aha. Klingt lustig. Wie gesagt, und es ist ja auch eine Reihe. Fand ich ganz lustig. Jetzt muss ich da mal rüber. Und dann habe ich ebenfalls am Flohmarkt entdeckt, das hat nicht meine Leserille, Stephen King, Der Sturm des Jahrtausends. Seitdem ich mit Lisa und Dani,
den Anschlag gelesen habe, bin ich so ein bisschen wieder angefixt mit King. Ich fand zwar die Länge nach wie vor etwas unangenehm manchmal, aber so ist er halt. Da muss man durch. Wenn man die gute Geschichte dahinter lesen will, muss man halt sich mit den Längen abtun. 1908, da hat jemand geraucht. Das ist schon ganz gelbig. Mich stört es nicht. 1989. Die Bewohner von Little Tall Island bereiten sich auf einen Jahrhundertsturm vor, der sich auf die Küste von Maine zubewegt. Mit dem Sturm kommt ein Fremder in die Stadt und schon bald stellt sich heraus, dass nicht nur die Naturgewalt, sondern ein Unheil ganz anderer Art über die kleine Inselgemeinde hineingebrochen ist. Ja, und wir drei haben nämlich beschlossen, weil das so gut geklappt hat mit dem Anschlag und dem Lesen, dass wir das jetzt so belassen und eine King-Gruppe gründen und werden immer wieder mal alle paar Monate uns ein King-Buch schnappen und das lesen. Und da bin ich schon sehr gespannt darauf, was das nächste sein wird. Und die Mädels kannten das nämlich auch noch nicht. Bin ich mal gespannt. Dann ebenfalls vom Flohmarkt, Charlotte Link, die Suche, das lag da auch so rum. Und für einen Euro habe ich mir gedacht, kannst ja gar nicht so viel verkehrt machen, weil ich habe früher ganz viel von den Charlotte Links Romanen gelesen. Ich habe einige da und fand die wirklich gut. Und dann habe ich irgendwie damit aufgehört. Gnadenlos, perfide, abgründig, ein neuer Fall für Kate. Ah, es ist so ein Fallfall. Naja, muss ich mal gucken, ob das eine Reihe schon wieder ist. Oh. Aber ich glaube, die sind immer so unabhängig voneinander lesbar. Da bin ich mal gespannt. Kriminalroman. Dann habe ich mir mitgenommen. Der kleine Preis. Weil das erwähnt wurde in diversen Büchern von Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer, habe ich mir das mitgenommen, weil ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich dieses Buch noch nie gelesen habe. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich wollte es aber zeitgleich auch, weil ich ja immer noch Französisch lerne, auf Französisch lesen. Es ist ja ein Kinderbuch, das müsste schon ein bisschen gehen. Wenn man das Deutsche dann dazu hat, dann müsste es recht einfach sein. Dann habe ich, ich fange jetzt glaube ich jedes Ding mit dann an, ne? Beim Thalia mitgenommen. Ich popel das schon wieder ab. Ich versuche jedes Mal mein Glück, das abzupopeln. Es scheint zu funktionieren diesmal. Diese roten Bubble von Thalia, ich habe es gleich, von Judith Pinau. Die Prophezeiung der Giraffe, ich zeige es euch gleich. So. Haha, abgekriegt. Die Prophezeiung der Giraffe, jetzt habe ich es kaputt gemacht. War auf diesem Wühltisch und weil das Cover, seht ihr das? Das hat mich so angelockt. Wenn plötzlich eine Giraffe in deinem Vorgarten steht. Ganz überraschend gibt es eine Serie merkwürdiger Veränderungen im Leben der völlig unauffälligen Grundschullehrerin Hannah. Aus ihrem Wasserhähnen fließt Mineralwasser und sie bekommt Pakete mit den Sachen, die sie nicht bestellt hat. In ihrem Garten zieht eine Unbekannte in einen Wohnwagen ein. Nicht zu vergessen die Giraffe, die sie in ihrem Vorgarten dabei ertappt, wie sie mit langem Hals die Blätter von ihren Kugelrobinie frisst. Hannas beste Freundin hat einen Hang zur Romantik. Aha. Und sie weiß, was diese Ereignisse zu bedeuten haben. Jetzt muss Hannah nur noch herausfinden, wie sie diese magische Serie stoppen kann. Ja, bin mal gespannt, ob das jetzt mehr in die magische Fantasy-Schiene geht oder ob sie das sieht, weil sie gaga wird. Man weiß es immer noch. Und dann habe ich von der lieben Lisa Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte bekommen. Von T.J. Clue.
Ja, die hat mir das zugeschickt. Denn sie hatte es doppelt. Ja, und das war gut für mich. Weil ich habe es gar nicht gehabt. Aber jetzt schon. Und jetzt muss ich es auch lesen. Ich weiß nicht, warum dieses Buch für mich in den Herbst. Wahrscheinlich wegen dem Rot, Dunkelrot. Weiß nicht. Wahrscheinlich, weil die Bäume auch keine Blätter tragen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe mir eigentlich noch nicht viel. Ich habe immer versucht, ein bisschen zu überspringen, wenn drüber gesprochen wurde, weil es wird in letzter Zeit ja sehr viel drüber gesprochen. Ich habe auch gesehen, dass Mr. Kloon auch schon ein zweites Buch geschrieben hat, das bald rauskommen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich muss jetzt erstmal das erste lesen. Dann habe ich mir mitgenommen, bei uns in der Buchhandlung, bin ich so umhergewandert und habe es gesehen und es guckte mich an. Katja Brandes, Koala-Träume. Habt ihr gesehen, der guckt mich an. Ja, Zoopflegerin in Australien. Kängurus. Da war es um mich geschehen, habe ich mitgenommen. Wollte ich eigentlich noch jetzt lesen, aber jetzt komme ich schon langsam in die Herbstleselaune. Ich bin halt so ein furchtbarer Saisonleser. Ebenfalls mitgenommen und schon mal vorgestellt bei Rebuy Ruth Staberton, der Liebesbrief mit dem wunderschönen Buchschnitt. Das wird jetzt auch im Herbst gelesen. Ist für mich auch so ein typisches Herbstbuch, Schicksal, Liebe, Emotionen, Cornwall, muss gut sein. Okay. Ebenso wie das Traumbuch auch schon vorgestellt von Nina George. Das soll ja ein bisschen nicht so einfache Lektüre sein. Ein bisschen was zum Aufarbeiten. Da bin ich sehr gespannt. Aber, naja, bei Adriana Popescu gibt es immer was zum Aufarbeiten für die Jugendlichen. Aber dafür machen sie das immer recht schön. Ein Sommer auf dem Mond. Und jetzt im September kommt noch ein Buch von Adriana raus. Aber Sterne sieht man auch im Dunkeln oder leuchten nur im Dunkeln. Was heißt denn das? Habe ich auch noch nicht. Dann habe ich ja noch ein bisschen Vorlaufzeit. Und ich brauche die New York Diary Bücher noch von Adriana Popescu, weil da habe ich nur, also schreibt sie ja unter ihrem Pseudonym, aber da habe ich nur das erste. Und ich glaube, das erste ist Anne Freitag. Bin ich mir nicht sicher. Oh je. So. Dann habe ich mir endlich bestellt. Seit 5 Jahren auf meinem Wunschzettel. Ich wollte es schon ewig bestellen und habe es immer vor mich hergeschoben. Jetzt habe ich es getan, weil es auch so schön ist. Das wird nämlich, jetzt muss ich mich anders hinsetzen. Das wird nämlich in meinem Bücherregal so nach vorne stehen, weil es ja so skurril auch ist und so eigentlich so böse, ne? Wenn man Im Herzen die Rache von Elizabeth Miles, die Furien-Trilogie. Es ist Winter in Ascension, einer Kleinstadt von Maine. Ach, immer Maine. Die Seen sind zu Eis erstarrt, der makellose Schnee fällt in dicken Flocken vom Himmel. Aber der friedliche Schein trügt, denn in Ascension haben Fehler tödliche Folgen. 3 geheimnisvolle Mädchen sind in die Stadt gekommen, um darüber zu urteilen, wer für seine Taten büßen muss. Und die Wahl ist auf Anne und Chase gefallen. Ja. Das Buch habe ich jetzt endlich. Das ist aber auch so ein Herbstbuch. Ah je, mein Herbst wird aber voll. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Na sowas. Dann habe ich mir mitgenommen aus dem Bücherschrank von Byraves Bleeding Violet. Nach dem Tod ihres Vaters trampt die 16-jährige Hannah in die texanische Kleinstadt
Portero. Dort lebt ihre Mutter, die sie gar nicht kennt. Doch ein herzlicher Empfang ist es nicht, der sie erwartet. Und auch das Städtchen ist keineswegs so idyllisch und harmlos, wie es zunächst scheint. Hannah ist es gewohnt, wegen ihrer Verrücktheit aufzufallen, aber hier fällt sie nur auf, weil sie violette Kleider trägt. Unheimliche Ereignisse und der attraktive Wade stellen ihre Welt auf den Kopf. Ja. Habe ich mal mitgenommen. Klang ganz nett. Und ich glaube, es hat auch ganz, ganz gute Kritiken bekommen. Und ein typischer Coverkauf war dieser hier. Diesmal zwar nicht wegen der Grazie vorne drauf, aber es hat so einen schönen Buchschnitt und es geht um Hexen. Ich bin die Königin der Hexen und er darf das niemals erfahren. Mehr steht da hinten nicht. Dann habe ich es gekauft. Wird wahrscheinlich auch in den Herbst. Ich habe so viele Hexenbücher noch hier, die müssen jetzt alle gelesen werden. Herbstbücher und irgendwie habe ich keine Zeit. Eins habe ich noch. Und zwar habe ich in so einem Wühltisch von Jennifer Estep Karma Girl mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in die Kamera gehalten habe, jetzt wo ich sehe. Jennifer Estep hat ja die Frostreihe geschrieben. Und hier geht es um Superhelden. Männer im Spandex sind immer die schlimmsten. Ja. Hier geht es wohl um Carmen und die erwischt ihren Freund irgendwie in flagranti mit einer anderen. Und er ist aber der ortsansässige Superheld. Und sie weiß das und sie ist eine Reporterin, zufällig, und lässt ihn irgendwie auffliegen. Und seit dem Tag will sie wohl, dass da jeder auffliegen soll. Und man hat sich halt so zur Aufgabe gemacht, die herauszufinden, wer welcher Superheld ist. Kann gut sein, wenn es gut geschrieben ist, kann aber auch, glaube ich, furchtbar nervig sein. Ich bin gespannt. So, das waren jetzt 16 Bücher. Nein, 17. Das dicke Charlotte ist ja da noch. 17. Ja, geht ja, oder? Wenn man mal bedenkt, dass ich ungefähr 4 bis 6 Bücher im Monat schaffe und 17 immer dazu kaufe, muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass mein Sub immer weiter wächst. Ja, es ist halt wohl so. Das ist mein Schicksal. Damit habe ich mich abgefunden. Ja, ein Buch war noch dabei, das hat aber sich mein Kleiner schon gekrallt. Das habe ich ihm gekauft, das ist so ein zweiter Band von so aus einem, diese Schule ist nie langweilig oder irgendwie sowas. Das stelle ich euch halt dann beim nächsten Mal vor. Ich habe noch einige Kinderbücher oder so, also Bücher ab ungefähr 10 oder 12, weil meine Kinder sind jetzt nicht mehr so klein und die können auch jetzt schon richtige Bücher mit, nicht mehr mit so vielen Bildern, müssen die nicht mehr lesen. Und die kann ich dann auch lesen, wie den Weltenexpress zum Beispiel. Ja, was ist denn bei euch so angezogen? Wie gesagt, mein Geburtstag ist ja jetzt noch nicht gewesen. Das heißt, vielleicht kommt ja genug zusammen, dass ich euch ein Geburtstagsdings machen kann. Ja, ich habe ja noch einige. Es wird noch einiges folgen, aber ich habe halt noch einige Buchprojekte, geheime laufen und die Bücher, die darf ich ja noch nicht vorstellen und ich sitze auf Kohlen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also schön auf Abonnieren klicken und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.